Ah, einmal die obligatorische Warnung zum Start. Ne? Ihr wisst Bescheid. Da habt ihr es nochmal. So. 22:10 Uhr. Am 2. Oh, ist schon wieder 4 Tage her. Ich habe alles vergessen. Ach stimmt, wir hatten die Uhr. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, als ich die Uhr aktiviert hatte. Das heißt, neue Spielmechanik. Ich muss jetzt erstmal. Das Klicken war übelst laut, habe ich im BOD festgestellt. Ich mache den Soundeffekt mal ein bisschen leiser. Wie gesagt, ich habe mir die VODs angeschaut und habe das mal kontrolliert und dann festgestellt: Oh Gott, die Uhr, die tickt ja so unfassbar laut. Wunderbar. Vielen Dank, Christian. Ein Träumchen mit dir. Oh, jetzt habe ich wieder rausgetappt. Okay. Was passiert jetzt? Das Schöne ist, jetzt können wir halt alle Räume in den anderen Jahreszeiten checken. Das machen wir jetzt mal. Das heißt natürlich auch, wir haben wieder eine Menge zu tun. Was heißt hier Buh? Wieso Buh? Weil Christian gute Arbeit macht, oder wie? So, was machen die beiden jetzt? Oh, wir werden. Der Blick von Mr. Midnight. Oh, der Arme. Ich muss mich erstmal wieder an die Stimmen gewöhnen. Seht es mir also nach, wenn ich jetzt nicht gleich auf Anhieb die richtigen Stimmen treffe wie beim letzten Mal. Oh, wow. Diese Insel ist wirklich winzig. Ja, wirklich winzig. Wir sind hier am Anfang. Okay. Oh, Fran, hier waren wir schon. Ich habe die Brücke repariert, um deinen Geldbeutel zu holen. Wow, Katerchen, du bist so schlau. Ich hoffe, wir finden meine Sachen. Stimmt, die lagen ja hier noch. Ja, die sammeln wir erstmal ein. Katerchen. Ich kann meine Tabletten nicht finden. Vielleicht sind die Tabletten nicht hier. Vielleicht hast du sie verloren. Naja, viel geholfen haben sie mir eh nicht. Vielleicht tauschen sie eines Tages. Tauschen. Vielleicht tauchen sie eines Tages wieder auf. Gehen wir weiter. Oh, wir haben unsere ganzen Gegenstände wieder. Das blutige Messer. Oh. Aber wir haben die Münze trotzdem noch, also habe ich doch 5 Münzen gesammelt, obwohl mir uns halt hier nur eine angezeigt wird. Okay. Was ist das denn hier? Kann ich da hin? Oh, das muss ein Schloss sein. Nee, kann ich nicht hingehen. Mehr ist hier nicht? Okay. Hier kann ich auch tatsächlich. Ah, das meinte der Uhrmacher mit der Reichweite, dass ich hier jetzt nicht wechseln kann. Gehen wir wieder zurück. Der arme Kater. So, hier kann ich die Jahreszeit wieder wechseln. Das testet man natürlich direkt mal. Regen. Eis. Oh. Ich stecke fest. Auf Eis kann ich nicht segeln. Okay. Ja gut. Dann legen wir wieder an. Jetzt haben wir dem Angler natürlich sein Boot geklaut. Richtig gemein. Ah, wie hießen die? Warte mal. Kamalas waren die Dunklen. Wie hießen denn die Hellen? Warte mal, was stand in dem Buch? Jetzt muss ich jetzt mal wieder reinkommen hier. Valukas. Valukas heißen die. Kalamas und Valokas. Okay. Ah, stimmt. Der hat ja hier darauf gewartet, dass die Zitronen blühen, ne? Aha. Er erntet hier fleißig Zitronen. Sir, darf ich eine deiner Zitronen haben? Tut mir leid, meine Liebe. Die Zitronenressourcen sind sehr begrenzt.
Ich kann sie dir nicht geben. Ich brauche alle Zitronen, die in den Korb passen. Und das bedeutet jede einzelne Zitrone am Baum. Das ist ja ganz schön gemein, dass der hier die uns einfach mobst. Oh, Bini, du verschwindest schon wieder. Na, dann hab eine wunderschöne gute Nacht. Gute Besserung und schön, dass du reingeschaut hast. Wo geht der jetzt hin? Ah, der geht in die Bar. Das war nämlich eine Bar, da erinnere ich mich noch dran. Guten Tag, kleine Lady. Kannst du mir bitte dein Ticket zeigen? Sorry, ich muss los. Hallo, Sir. Ich habe kein Ticket. Wie kriege ich denn eins? Was? Alle Bürger von Eterste erhalten ein Ticket. Warum hast du denn deins nicht? Ich habe es verloren. Bin mal ein bisschen... Ich glaube, ich habe es verloren. Aber das ist unmöglich. Diese Tickets gehen nie verloren, weil sie wissen, wo du bist. Deswegen sind sie zu dir gekommen. Und deswegen hat jeder eins. Verzeihung, aber ich kann dich nicht einlassen. In Ordnung, Sir, ich verstehe. Aber was kann ich denn tun? Ich würde wirklich gerne hier reingehen. Hereingehen. Ich weiß nicht. Das ist noch nie passiert. Ich muss wohl selber einen Weg hineinfinden. Danke, bis dann. Bin mega müde. Ja, dann schlaf gut, erhol dich. Ich erinnere mich, wir mussten uns ein Ticket selber malen. Das ging, glaube ich, hiermit. Aber wahrscheinlich fehlt uns gerade noch der passende Hinweis dazu. Aber deswegen haben wir den grünen Stift halt immer noch. So, und ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der musste irgendwas in den Händen halten. Ach ja, Winter, genau. Im Winter ist die Hütte nicht mal da. Okay, krass. Wir gehen jetzt mal nach oben. Weil der Winter ja die Höhle öffnet. Oh, wartet mal. What? Was war das? Oh, Katerchen, hast du das gesehen, ja? Ja, meine Liebe, das habe ich. Was war das? Ich glaube, das sind die Schatten. Oh je, ich will ihn nicht noch einmal sehen. Nochmal? Ja, Katerchen, die waren im Krankenhaus überall. Ich will nach Hause. Wir gehen bald nach Hause, meine Liebe. Katerchen, versprichst du mir etwas? Dass, was immer passiert, du und ich immer auf derselben Seite stehen? Natürlich, meine Liebe. Versprochen. Ah. Gut, Christian tobt sich wieder aus. Achso, kurze Warnung noch für euch. Ich werde wahrscheinlich so in einer halben bis einer Stunde, kann ich nicht genau sagen, werde ich mal ein kurzes Päuschen machen müssen, weil ich kurz weg muss. Aber dauert 5 Minuten vielleicht. Oder so. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Super. Und jetzt müssen wir weiter. Okay. Da konnte ich mich übrigens gerade nicht dran erinnern. Das hatte ich noch nicht gesehen. Warte mal ganz kurz. Ich habe mein OBS wieder aus Versehen geschlossen. So, da ist er. Der Zauberer. Oh, Sir, bist du der große Zauberer? Tut mir leid, Sir. Ich bin Fran und ich brauche deine Hilfe. Ist das Berg Kotrem? Er ist ja richtig gesprächig. Entschuldigung, kannst du sprechen? Du hast so viele Fragen. Das ist gut.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde, er müsste tiefer klingen. Oder ein bisschen trauniger. Oh, tut mir leid, Sir. Der König hat gesagt, du könntest mir helfen. Wir tun, was der König sagt. Du musst mir die Steine leihen, um eine Tür in meine Welt zu öffnen. Die Steine sind weg. Und ich erinnere mich nicht, wo sie sind. Wenn sie suchen, verstecke ich mich. Verstecke ich mich, vergesse ich es. Sie können nicht gefunden werden. Oh, ich verstehe. Aber vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ich will einfach nur die größte Antwort von allen wissen. Wie macht das Kaninchen das? Ich habe es mal gesehen. Ein Mensch hat es getan. Das Kaninchen kam aus einem leeren Hut. Wie? Das ist die größte Frage von allen. Denn wenn nichts existiert, dann existiert das Nichts. Aber wenn das Nichts existiert, dann gibt es kein Nichts. Ich frage nochmal, wie? Sir, warum fragst du nicht die Person, die es getan hat? Ich finde es ja gut, dass der einfach versucht, so einen simplen Zaubertrick irgendwie zu ergründen. Ist ja schon ein bisschen niedlich. Oh, ich habe eine Besucherin. Guten Tag. Was führt dich zum großen Zauberer? Das bin ich, nur dass du es weißt. Jetzt geht's nochmal von vorne los. Guten Tag, Sir. Der König hat mich wegen der Steine hergeschickt. Die Steine? Ah, es ist lange her, dass jemand hier war, um nach ihnen zu fragen. Ich habe den fantastischsten Zauber aller Zeiten gesprochen, damit sie niemand findet. Du weißt schon, die schwarzen Schatten, die Kamalas. Sie versuchen ständig, sie zu stehlen. Also muss ich sicher gehen. Der König hat mir gesagt, die Steine würden eine Tür öffnen, durch die ich nach Hause komme. Steine verstecken sich. Ich erinnere mich nur an die 4 Rätsel, die mit den Steinen verknüpft sind. 4 Rätsel, die meine Erinnerung wiederherstellen. Erst wenn alle 4 Rätsel korrekt beantwortet wurden, kann ich dir sagen, wo du 5 Gegenstände findest. Diese Gegenstände sind die Steine in ihrer vielschichtigen Realität. Dann bin ich der Einzige, der sie zurückbringen kann. Okay, jetzt wird Rätselzeit. Ich verstehe. Nun, dann sage mir die Rätsel auf. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich zeige dir, wie es geht. Ne, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich mich gerade gar nicht daran erinnern. Das ist der Stern von Itersta, Omkabe, der größte Lotse am Himmel, der größte Fürsorger dieses Landes. Sind mal höflich. Oh wow, das klingt toll. Ich gebe dir 4 Rätsel, niedergeschrieben in der Sprache des Alles. Die Antwort ist immer ein Gegenstand. Platziere die Gegenstände auf dem Stern von Itersta, auf ihren entsprechenden Symbolen. Und danach kann ich dir sagen, wo die Steine sind. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Hell wie Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln,
Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn, lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Leicht und hohl bin ich, die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Das ist eine Feder hier. Das vierte ist eine Feder. Die haben wir doch sogar, oder? Oh, vielen Dank, Sir Zauberer. Oh, Sir Zauberer, der König hat mir gesagt, dass du mich wieder in einen Menschen verwandeln kannst. Hat er das? Ich denke, das stimmt. Ich erinnere mich nur kaum noch, wie das geht. Du erinnerst dich nicht? Aber ich kann doch nicht als Baum nach Hause gehen. Das verstehe ich, aber ich kann dir gerade nicht helfen. Ich muss erst mein Wissen zurückerlangen. Vielleicht können wir dich wieder menschlich machen, wenn du den ersten Stein gefunden hast. Oh, das wäre unglaublich. Ja, unglaublich und toll. Versuche, die Rätsel zu lösen. Ich denke, dann wird alles gut. Sir, brauche ich etwas Spezielles, um ein Mensch zu werden? Ich glaube, der Geruch ist sehr wichtig, wenn ich mich richtig erinnere. Also bring mir deine Kleidung, dann sehen wir, wie es läuft. Erkläre die Rätsel. Ich bringe sie später. Warte mal. Achso, okay. Nee, das hatte. Okay, da habe ich mir fast gedacht. Gut. Nee, haben doch keine Feder. Hey, ich dachte, wir hätten eine Feder gehabt. So, Moment. Also, das letzte. Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Ne? Ist eindeutig eine Schreibfeder. Also so eine Feder, ein Federkiel. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Es könnte ein Fisch sein. Wir brauchen eine Feder, einen Fisch. Hell wie Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Das ist eine Zitrone. Ah, wir brauchen die Zitrone. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Vielleicht ein Streichholz? Warte mal, wir haben noch Streichhölzer. Ah, es macht mich wütend, wenn Dinge nicht funktionieren. Ach so. Ah, okay, warte mal. Ach so, Moment. Das ist die 1. Probieren es direkt mal. Ja. Dahin bitte, kleines Streichholz. Ich hoffe, das stimmt so. Okay, jetzt müssen wir nur die anderen Sachen finden. Sorry, ich wollte nicht an das Mikro kommen. Okay, so. Wir brauchen eine Feder und die Zitrone. Die Zitrone kriegen wir im Sommer hier drinnen, glaube ich. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Und die nächste Frage ist, was mache ich mit dem? Irgendwas, was ich dem in die Hand geben kann oder so? Das Messer? Ich könnte schwören, ich muss dem irgendwas in die Hand geben. Hast du dein Ticket schon gefunden? Die Show geht gleich los. Das wurmt mich, dass das nicht geht. Jetzt ist er wieder hier mit der Zitrone. Hä? Ach so, weil ich... Muss ich vielleicht irgendwas tun, damit der nicht mehr an die Leiter kommt?
Ich muss nicht auf die Leiter klettern. Ich habe gerade überlegt, ob wir irgendwie die Zeit so manipulieren können, beziehungsweise die Umgebung, dass er nicht mehr auf die Leiter gehen kann. Hä? Hä, das war er? Was ist mit ihm passiert? Palondras? Sir? Warte, geh nicht! Oh nein, er sah gar nicht gut aus, Katerchen. War das nicht der Arzt? Vielleicht kann er sich selbst heilen. Hoffentlich, Katerchen. Er war so empört darüber, seine Federn verloren zu haben. Was wohl passiert ist? Haben eine Feder auf jeden Fall. Das ist der zweite Gegenstand. Aber war er das, den wir da oben auf dem Berg eben gesehen haben? Das wäre ja krass. Warum hatte er so eine komische Gestalt? Oder wurde er angegriffen von dieser Kreatur, die wir gesehen haben? So, hier sind die Fische. Muss ich da bestimmt auch wieder mit dem Wetter irgendwie rumspielen. Würde mich nicht wundern. So ist er zugefroren. Kann bestimmt nicht hier mit dem Messer irgendwie. Naja. Oh, viele Fische. Sie scheinen es eilig zu haben. Gab es nicht irgendwo einen Angler? Vielleicht kann ich auch mit einem Angler sprechen. Ist einfach nur eine Karte. Das ist der Schmied. Brauche ich irgendwas? Nee, im Moment nicht. Wo war denn der Angeltyp? Was ist, wenn ich hier die Zeit verstelle eigentlich? Kommt er dann voran? Nee, macht keinen Unterschied. Okay. Warte mal, wir hatten doch eben irgendwo ein Boot. Ja. Verzeihung. Wo war denn das? Da oben, ne? Erstmal rumgenossen hier. Sekunde. Ich muss wieder in den Frühling, glaube ich. Das ist der Herbst. Da stand eine Angel im Herbst. Warte mal. Da. Ach, im Sommer auch. Oh, eine Angel. Scheint kaputt zu sein. Okay, eine kaputte Angel. Könnt ihr die denn reparieren? Könnte ich die zu dem Schmied bringen? Ob der Schmied die reparieren kann? Oh! Komm näher, Fran. Ich habe das, was du dir wünschst. Ich habe das, wonach du dich sehnst. Mama, bist du das? Mama? Meine geliebte Tochter. Komm näher, lass mich dich spüren. Mama, ich habe Angst. Du musst keine Angst haben. Du musst näher kommen, Fran. Ich will dir einen Kuss geben. Aber du kannst nicht meine Mutter sein, sie ist tot. Du musst näher kommen, sofort. Wenn nicht, kommt das große Monster und schnappt sich dich. Nein! Du bist nicht meine Mama. Lass mich in Ruhe. Mein Liebling, das große Monster wird kommen und dich holen. Er wird dir kommen. Er wird kommen und dich holen.
Er wird kommen und dich holen. Mama, du machst mir Angst. Mama, hör auf damit, bitte. Junge, Alter. Junge, was war das für eine Szene? Holy shit. So fertig deniert, jetzt kann ich hier mehr schreiben. Ich hoffe, es hat gemundet. Gab es was Schönes? 1:1 meine Albträume als kleiner Boy. Ja, aber oh, holy shit, ey. Das war schon ein richtiges Albtraum-Fuel gerade. Da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. So, das kennen wir ja schon. Ich schmelze dieses Stück Eisen. Wofür? Oh, wofür? Ich muss ein paar Uhrenteile für den Uhrmacher liefern. Okay. Oh, verstehe. Du kannst also alle möglichen metallischen Dinge machen? Klar. Wenn du Ideen hast, können wir darüber reden und... Schups, ich erledige es. Ah, okay, doch, das hat er schon mal gesagt. Aber meine Angel kann er wahrscheinlich nicht reparieren, ne? Sir, sieh doch. Ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir helfen? Mal sehen. Irgendetwas fehlt. Hast du den Haken gesehen, der zu dieser Angel gehört? Du hast gerade das gleiche gesagt wie jemand anderes im Krankenhaus. Wirklich? Wer? Welches Krankenhaus? Das Oswald Asylum, Sir. Die Krankenschwester, als ich den Vorhang kaputt gemacht habe. Stimmt. Oh, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Du bist ziemlich befremdlich. Gut, vergessen wir das. Kannst du mir bitte einen Haken für die Angel herstellen? Ja, in Ordnung. Wenn du mir eine Münze gibst, gebe ich dir einen halben Haken. Wenn du mir zwei Münzen gibst, bekommst du einen komplett funktionierenden Haken. Ich brauche keinen halben Haken, ich brauche das ganze Ding. Das gesamte Ding kostet dich 3 Münzen. Eine Münze für einen halben Haken und 2 für den funktionierenden. Sind wir uns einig? Was ist das für eine Logik? Oh, Sir, du meinst, du machst es ziemlich kompliziert. Ich bring dir bald deine Münzen. Tschüss. Okay, wild. Chicken Wings mit Kirschmet und Knobisauce. Das klingt interessant. Aber so Chicken Wings, würde ich jetzt auch nicht nein sagen. War der Kirschmet gut? Ja, das ist doch nice. Das freut mich. So, Moment. Münzen müssten wir eigentlich genug haben. Hier sind deine 3 Münzen, Sir. Wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, er funktioniert gut. Nice, okay. Danke, Sir, der ist perfekt. Ich muss jetzt gehen, tschüss. Jit und weg. Kombinieren? Nein, Wie nein, Brauche ich jetzt noch einen Faden, oder wie? Wo kriege ich jetzt einen Faden her? Ach, hier. Gut. Garn und Schnur, um Dinge zu machen. Einen schönen Tag für Stoff und Schnur. Ich stehe zu Diensten. Kann ich von dir irgendwie... Das klappt wohl nicht. Hä? Und Knöpfe. Warum kann ich von dir keine Schnur kaufen? Hier ist Gemüse. Warum kann ich die nicht kombinieren? Wo kann ich eine Schnur herkriegen? Wisst ihr, ich hab mich gar nicht umgesehen bei den anderen Wetterphänomenen. Wie verändert sich denn das hier? Ist es Winter?
Oh, im Winter ist hier ja gar nichts los. Hallo? Huch. Alles sieht so verschlossen aus. Mensch, ich komme heute auch ständig ans Mikro. Es tut mir voll leid. Sicher sind alle in ihren Häusern. Liegt auch nichts rum, ne? Ach, guck mal hier, wie die Fußspuren da zurückgelassen werden. Das ist ja cool. Für so ein Point-and-Click-Adventure ist das aber echt nicht schlecht gemacht. Alles gut, Max. Das erinnert mich daran, aufmerksam den Stream zu verfolgen. Ja, dann mach das mal. Gib mir mal einen Tipp. Wo kriege ich denn jetzt einen Faden her? Scotty, hm? Warte mal, kann ich vielleicht im Sommer probieren? Ein schöner Tag für schönen Stoff und Schnur. Ich stehe zu Diensten. Naja, aber handeln tut sie nicht. Von der Raupe? Das Problem ist, die Raupe... Also ich verstehe den Gedanken, aber die Raupe verkauft nur Essen. Hallo Mensch. Sag deiner Welt Hallo für mich, wenn du dort ankommst. Ich bruch eine Schnur. Huch, da wollte ich gar nicht draufklicken. Die Schnecke hat das Spiel mit uns gespielt. Genau, aber da, von der Schnecke haben wir ja die Münzen gekriegt. Es wundert mich, dass ich das nicht einfach kombinieren kann. Stechen ihn ab, damit er nicht mehr an unsere Zitrone rangeht. Negativ. Kann ich die Zitrone da vielleicht irgendwie runterholen? Das wird nichts. Konzentrieren wir uns auf die Rätsel, Fran. Ich kann dir immer helfen. Ja, dann gib uns doch mal einen Tipp. Er sagt, er kann uns immer helfen. Toll. Aber helfen tut er uns nicht. Kann ich den Korb wegnehmen? Der Korb scheint in guter Verfassung zu sein. Gut. Denn wäre er das nicht, könnte er natürlich nichts transportieren. Oh, na klar. Wartet. Katerchen, ich mache jetzt etwas, also verhalte dich ganz natürlich. Ah, wie gut. Okay, cool. Aber witziges Bild. Finde ich sehr gut. Nice, okay, jetzt verstehe ich's. Und jetzt spekulieren wir halt da drauf, dass er die Zitrone pflückt, da reinschmeißt. Genau, und jetzt lässt er eine fallen beim Wegtragen. Nice. Christian, ist klar, viel Spaß und danke für deinen Lurk und danke fürs Reinschauen im Vorfeld. Ich wünsche dir einen schönen Abend. So, jetzt haben wir schon 2, 3 Gegenstände. Jetzt fehlt uns nur noch ein Gegenstand. Wir haben die Zitrone. Die hier. Wir haben das Streichholz. Wir haben die Feder. Jetzt fehlt uns nur noch ein Fisch. Und dafür müssen wir irgendwie die Angel reparieren. Aber jetzt muss ich ja da gar nicht rein. Vielleicht habe ich noch eine Idee. Kann ich vielleicht die Angel hier reinlegen in den großen Valokas? Das klappt wohl nicht. Was musste ich denn hier nur machen? Ich erinnere mich leider auch überhaupt nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, ich musste hier dem irgendwas in die Hand geben. Und dann rumreichen. Ich gehe erstmal ganz kurz nach oben und gebe die Zitrone und die Feder ab. Und dann muss ich mir irgendwie noch was einfallen lassen wegen der Angel. Vielleicht
Finde ich hier auch noch irgendwas? Ich habe mich ja gar nicht umgesehen. Schaut mal, was ist denn hier? Diese Haare sehen genauso aus wie die Haare der fliegenden Insekten. Stimmt, wie hießen die? Luzifern, ne? Ich frage mich, was sich in diesen Flaschen befindet. Hier macht der große Zauberer irgendetwas. Das verstehe ich nicht. Aber ich erkenne einige der Symbole. Die eine Schnur oder so? Wenn viel Zeug hat er auf jeden Fall. Nee, da geht's wieder raus. Ich dachte, vielleicht können wir von den Lianen hier was nehmen. Okay, wartet mal. Wir legen erstmal die Sachen ab. So, Zitrone waren die zwei. Also ein Punkt. Und die Feder war die vier. Drei Punkte. So. Und jetzt hier noch der Fisch. Den müssen wir irgendwie noch bekommen. Aber das scheint ja bis hierhin hinzuhauen. Ich verstehe dieses Experiment wirklich nicht. Ein Rechenbrett, um mathematische Dinge zu lösen. Was für ein reizendes Kaninchen. Ich frage mich, ob der Zauberer es genäht hat. Der Hut eines Zauberers. Ich frage mich, wem er gehört. Ja, wem wohl? Wo bekomme ich denn jetzt eine Schnur her, verdammt nochmal? Ich habe echt keine Idee. Ich müsste halt eigentlich jetzt jeden Bereich nochmal kontrollieren. Mit allen Jahreszeiten. Ob sich da nochmal irgendwo was verändert. Ich glaube, hier wird sich nichts mehr verändern. Das hat sich hier schon ergeben. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Von Eis und Schnee bedeckt. Damit kann ich nicht segeln. Aber raus aufs Meer fahren bringt mir eigentlich auch nichts gerade. Ich konnte ja da nichts weiter machen. Nee, hier wollte ich nicht hin. Irgendwas muss ich doch machen, dass ich hier so einen Fisch rauskriege. Aber der Fluss ist auch nur in dieser einen kleinen Szene. Warte mal, und wenn ich jetzt genau im richtigen Moment... Okay. Ich gedacht, dass wenn ich es vom Timing vielleicht hinkriege, dass ich quasi genau einen Moment erwische, wenn so ein Fisch aus dem Wasser springt, dass er dann auf dem Eis liegt, aber das scheint nicht zu funktionieren. Wäre aber witzig, wenn das ginge. Vielleicht bekomme ich den Faden auch nicht hier. Vielleicht muss ich doch erstmal irgendwie in diese Bar reingehen. Wartet mal. Der Text ist fast weg. Da steht Kammerjäger. Arme kleine Monster. Dieser Käfer sieht echt wütend aus. Warum kann ich da jetzt nicht draufschreiben? Ah, ich habe eine Idee. Wartet mal. Ich muss bestimmt dem großen Türsteherkäfer erst das Ticket zeigen. Der sagt dann, nee, das Ticket ist nicht gültig. Ich glaube, so war's. Negativ, nee. Oh, komm schon, echt nicht? Ah, es macht mich wütend, wenn Dinge nicht funktionieren. Da
muss wohl was Wichtiges stehen. Warum geht das denn nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Lösung ist. Was ist hier mit der eigentlich? Diese Blume blüht sehr langsam. Was könnte ich denn machen, damit die schneller blüht? Vielleicht muss ich hiermit auch irgendwas machen. Ah! Oh, die Blume ist wunderschön. Sie ist so anders als der Rest. Autsch, sie hat Dorn. Nun, das ist mutig. Ich sollte auch Dorn haben, um dem bösen Monster weh zu tun. Kann ich die abschneiden? Ja, oh. Wie wärmende Liebe. Aber was mache ich jetzt mit der? Wofür brauche ich denn die Blume? Da habe ich ja gar keine Idee. Blume vielleicht hier an den Valontas, Valokas? Dass ich ihm die irgendwie ins Haar stecken muss oder so? Nee. Okay, diese Blume verwirrt mich gerade komplett. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche. Kann ich ihn vielleicht mit der Blume bestechen? Warte mal, habe ich das Ticket eben auf der Wache gezeigt oder habe ich das in die Tür angeklickt? Nee, okay. Ich habe oben auf dem Berg noch nicht durchgeklickt, oder? Ich glaube, oben auf dem Berg habe ich nur Winter gehabt und Frühling. Gerade was? Geht's auch nicht weiter. Wofür brauche ich denn die Blume? Das lässt mich gerade nicht los. Wer will denn hier eine Blume haben? Oder muss ich aus der irgendwas herstellen? Kann ich nochmal zum König? Ah ne, der ist ja nicht da. Ne? Warte mal. Palontas ist doch mit dem König weggeflogen. Und jetzt ist Palontas so verletzt wiedergekommen vorhin. Was ist da mit dem König? Ist der König jetzt auch verletzt? Oder kann ich in die Bibliothek vielleicht? Ach, stimmt, die Bücherei hat nur im Herbst und Winter geöffnet. Kennst du das Passwort? Oh nein, welches Passwort? Das Büchereipasswort natürlich. Du brauchst es, um einzutreten. Weißt du, wer das Passwort hat? Ja, der große Zauberer natürlich. Er weiß alles. Ha, na gut. Dann schaue ich mal, ob ich das Passwort finden kann. Wiedersehen. Wirklich? Muss ich den ganzen Weg nochmal zurückrennen? Da kommen wir doch gerade erst her. So, sorry Leute, ich bin übrigens, wenn ich heute nicht so ganz voller Elan bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde. Nicht so, wir haben halt nicht so gut geschlafen die letzten Nächte. Und das trifft halt auch auf mich zu.
Deswegen bin ich nicht ganz so fit wie sonst. So, erzähle mal, Herr Professor. Sir, gib mir bitte einen Hinweis oder so etwas. Ich brauche deine Hilfe. Hilfe? Ich helfe dir doch schon. Wenn du willst, dass ich es für dich löse, dann lernst du ja nichts. Zeit und Raum sind toll. Und die Antworten sind überall zu finden. Aber sie sind immer da. Ich bin mir sicher, du wirst die Antworten finden. Gib niemals auf. Ja, aber ich will doch das Passwort. Ist das vielleicht das Passwort? Das verstehe ich nicht, aber ich befinde mich in einer anderen Realität, also ist das okay. Ich würde ja gerne hier so eine Liane mitnehmen, aber das geht nicht. Hallo, Mr. Kleiderständer. Du trägst ja gar keine Kleidung. Stimmt, warum hat der überhaupt einen Kleiderständer? Dieser Gesichtsausdruck war irgendwie merkwürdig. Welchen meinst du? Von mir? Ich habe gegähnt. Vielleicht meinst du das. Wie gesagt, bin ein bisschen erschöpft. Von Fran? Bei welcher Reaktion? Als sie hier mit dem Kleiderständer gesprochen hat? Ich glaube, in Itiasta laufen alle gern nackt herum. Davor? Was hatte ich denn davor gemacht? Das hier angeklickt? Nee. Jetzt muss ich kurz Pause machen, Leute.